Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge auf Adventure Reviews. Ja, heute geht es mal darum, wie ihr die Windows Vista Sidebar in höheren Versionen wie Windows 7, Windows 8.1 und Windows 10 aktivieren könnt. Wie ihr vielleicht wisst, ist ja der Support gestern von Windows Vista abgelaufen, am 11.04.2017. Und wer jetzt umsteigen möchte auf höhere Versionen, den fehlen natürlich auch Features, die unter Windows 7 und höher nicht mehr da sind. Das ist zum einen die Sidebar. Und die Sidebar, was war das eigentlich? Das war eine Bar, die war hier hinten rechts. Die konnte man, die war oftmals auf dem Hauptmonitor, wenn man mehrere verwendet hat. Da konnte man so kleine Icons reinschieben, wie zum Beispiel, die einem das Wetter anzeigen, oder wie viel Speicher auf seiner Festplatte verwendet werden, oder die CPU- und RAM-Ausnutzung, was sehr beliebt war. Man konnte aber auch diese Gadgets da rausziehen aus dieser Sidebar und auf dem Desktop verteilen. Das auch schon unter Vista. Ich dachte eigentlich, es geht nur unter Windows 7, aber das geht auch schon unter Windows Vista. Ja, nicht jeder hat sie gemocht, deswegen haben sie auch viele abgeschaltet. Man kann sie aber wieder aktivieren in neueren Versionen. Aber ja, unter Windows Vista haben sich viele abgeschaltet, weil sie einfach nervig waren und auf kleinen Bildschirmen sie viel Platz verbraucht hat. Da hat man weniger Platz für Icons hier, so Dateien und so weiter. Wie ihr sie installiert, ihr geht einfach auf den Link in der Beschreibung, ladet euch die Datei runter, die 8-Gadget-Pack-Setup ausführen, auf Install klicken. Das ist die Version 22.0.0. In meinem Beispiel mit Ja bestätigen. Das dauert natürlich ein bisschen. Und jetzt fragt er einen, ob wir direkt schon existieren sollen, beziehungsweise zeigen sollen, wenn das Setup fertig ist. Sagen wir mal ja. Und jetzt sehen wir schon hier eine Sidebar. Ich habe jetzt schon ein paar Sachen hinzugefügt. Man kann diese Sachen hinzufügen, indem man natürlich dieses Plus hier drückt. Oder man kann auch Rechtsklick auf den Desktop und auf Mini-Anwendung klicken, unter Windows 7 zumindest. Ja, hier hat man halt drei Seiten von ganz vielen Gadgets und man kann zum Beispiel auch die Uhrzeit einfügen. Dort kann man auch die Uhr verändern zu verschiedenen Arten. Ich habe damals die rote immer sehr gemocht. Die war ja, ganz cool. Man kann aber halt auch andere Sachen einfügen, wie zum Beispiel. Ja, die CPU-Ausnutzung, wie hier schon sehen. Hier kann man halt die Prozessorauslastung und die RAM-Auslastung ansehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Fenster bewege, dann geht natürlich schon höher. Das kann man auch erkennen. Man kann aber auch Diashows einfügen, wie zum Beispiel hier schon. Dort werden dann halt Bilder, die man auch selber auswählen kann. Ja, kann man dann halt zeigen von einem Urlaub oder so weiter. Also man kann hier halt den Link einfügen. Ja, größer ziehen geht das natürlich auch. Wie zum Beispiel hier in dem Bild zu sehen. Man kann aber auch, wie ich gerade erwähnt habe, die Dinge auch schon hier rausziehen und kann man sie auf den Desktop verteilen und auch hier verwenden. Das ist halt wie in einem Icon immerhin so verschiedene Kästchen aufgebaut und ja. Was auf jeden Fall noch cool ist, ist halt die Drive-Info. Dann kann man sehen, wie stark die Festplatte voll ist und so weiter und so fort. Also das gibt halt ganz viele Sachen. Falls einem die Sidebar, ja, falls sie nicht mehr da ist oder aus welchem Grund auch immer nicht mehr da ist oder hier geschlossen ist, dann kann man sie, wenn man hier dieses Menü wieder aufruft, wieder hier einfügen und dann ist sie wieder da. Das Ganze funktioniert auch unter neueren Versionen wie Windows 8.1 und Windows 10. Wer das selbst ausprobieren möchte, ich habe den Link in die Beschreibung gepackt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.